Hey Leute, es geht weiter mit Silent Hill 2. Ich musste leider im letzten Part voll den Cut machen. Jetzt geht's weiter. Wir sind in irgendeinen Bosskampf geraten. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Und ich weiß auch gar nicht gerade, was ich machen soll. Ich habe auf jeden Fall mal die Pistole genommen und würde sagen, wir schießen einfach mal drauf los. Wenn er nicht gerade gefangen genommen werden würde. Bringt das überhaupt was? Shit, shit, shit. Oh Gott, nimm was. Scheiße. Oh, die Sirene. Ich höre die Sirene. Hilft die uns? Oh, da kommt noch einer. Boah. Ja, war so klar. Ich war schon am Wegrennen, aber es ging nicht schnell genug, weil er gerade am Neuladen war. Oh, scheiße, meine ganze Muni geht drauf. Ich nehme jetzt auch nochmal die Schrotflinte. Und das letzte Dingens hier. Kann man da nicht auch einfach mit dem Schläger draufhauen? Und alle tot. Yeah. Wo ist der Brief? Ich hoffe, man musste jetzt auch auf die schießen und die töten. Nicht, dass das so war wie im Pyramid Head. James. Oh oh. James. James. Scheiße. Okay, also wie gesagt, ich hoffe, man musste jetzt nicht nur warten, dass die Sirene kommt. Und ich hoffe, man musste die jetzt auch wirklich erschießen, sodass man weiterkommt. Sonst habe ich ja echt sinnlos Pistolenkacke verbraucht. Gehen wir da mal durch. Hallo? Okay. Schrotpatronen. Noch mehr? Nichts. Gut, wir speichern auf jeden Fall mal. Oh oh, ich glaube, wir sind jetzt hier auf jeden Fall in so einer alternativen Silent Hill Welt wieder. Also, ich sag mal, in der zweitbösesten, ihr wisst schon, der zweitbösen Parallelwelt. Die erste ist ja da mit Nebel und normalen Monstern, so die draußen rumlaufen, aber wo meistens in den Fluren gar nichts los ist in den Gebäuden. Also manchmal schon und irgendwie manchmal auch nicht. Und das zweite ist, wenn das alles halt so rostig wird. Gut. Wo geht's denn jetzt durch? Gut, also hier. Oh oh. Ja, wir sind definitiv in der Parallelwelt. Gut. Gut. Kaputt.
offen. Oh oh. Mach! Und was ist da jetzt noch? Ach so, Ersthilfekasten, okay. Oh Gott. Was ist denn jetzt hier zerbrochen? Scheiße. Die alternative Welt. Scheiße. Und ich bin... Oh, hier, nee, ich muss raus hier aus dem Raum. Hier zerklirren die ganze Zeit irgendwelche Sachen und ich kann das nicht erklären. Offen. Okay. Auch getötet. Ja, gib mir mal bitte unbedingt neue Heilmittel, ganz ehrlich. Was ist hier denn noch? Patronen, auch gut. Super. Ja, immer her mit dem Zeug, ganz ehrlich. Ich muss mal gucken, was ich jetzt hier überhaupt schon hatte. Die hatte ich alle. Den E-Raum hatte ich aber noch nicht. Aber da kommen wir ja her, meine ich. Nee, wir kommen aus dem anderen Raum. Den E muss ich nur ausprobieren. Wir gehen aber nochmal weiter nach rechts. Oh mein Gott, und was ist mit Maria? Ja, hier war ich ja jetzt schon, genau. So, was mache ich jetzt am besten? Ich nehme erstmal rechts und geradeaus. Ja, so mache ich das. Kaputt. 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 Kaputt, kaputt, kaputt. Wie kann das denn sein? Wo geht's denn dann lang? In den Garten. Da könnte man noch hin, aber da war doch nichts. Da war doch alles nur klein und... Hä? Gar nichts. Und der Fahrstuhl halt. Vielleicht müssen wir mit dem Fahrstuhl irgendwo hinfahren. Das werden wir wohl tun, aber erstmal gehe ich hier nochmal speichern, weil ich jetzt hier die Monster getötet habe und für den Fall, dass irgendwo in einem anderen Stockwerk was passiert, da habe ich keine Lust drauf, das dann immer alles nochmal machen zu müssen. Ich hoffe, ihr versteht das. Also es ist halt immer was anderes, wenn man alleine spielt, dann kann man das ja gerne nochmal machen, aber ich glaube, bei dem Spiel ist es egal, weil es ist gruselig genug, dass man keine Lust hat, immer alles, was man schon geschafft hat, nochmal machen zu müssen. So, das heißt, genau, Fahrstuhl. Und dann würde ich sagen, wir gehen sofort in den dritten Stock und gucken mal, ob das jetzt mit Maria, ob die da noch ist. Wir müssen ja mal nach ihr gucken. Also fahren wir da mal hin. Aber wo waren wir denn jetzt? Waren wir im ersten oder zweiten gerade eben? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh Gott, ich habe Angst. Scheiße. Ja, lad mal nach. Schnell hin, schnell hin, schnell hin. So, andere Seite. Habe ich mir nämlich fast gedacht, dass hinter uns gerade jemand noch ist. Okay, sehr gut. So. Das habe ich mir nämlich fast gedacht. Jetzt laufen wir ganz schnell zu S3. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie gar nicht in der Alternativwelt ist. Warum sieht das hier so gruselig aus mit den... Alles sieht so... Was ist das? Scheiße. S3. Sind wir hier bei S3? Ja. Mal gucken, was da jetzt ist. Offen. Okay, das heißt es.
Oh, hier sind leere Medikamentflaschen. Hat Maria die genommen? Ist Maria jetzt auch krank? Maria ist nicht hier. Wo könnte sie hingegangen sein? Ich glaube, die ist hier. Aber, und man hört ihr Atmen vom Schlafen, weil sie eigentlich hier ist, aber er kann sie nicht erreichen, weil er ist ja quasi gerade gar nicht da. Er ist in so einer Parallelwelt. Aber komisch, dass er das halt auch noch nicht kapiert, aber wir auch. Ich meine, wir als Spieler und Zuschauer kennen Silent Hill und diese Übergänge ja besser als er, der hier ist und das gar nicht kapiert. Boah, ich klappe jetzt nochmal die Räume hier ab, ne? Muss ich ja mal machen. So, S4, okay. Dann gehen wir mal der Reihe einfach mal lang. Was ist jetzt hier mit diesem komischen... Das ist so krank, dass hier die Arme rausstehen, abgeschlossen. Da gucken doch die Arme raus. Wie eklig ist das, aus so einer Tür ein Gemälde und die Arme gucken raus. An der Tür ist das Gemälde einer Frau. Bizarrerweise erscheint die Hand auf dem Gemälde in 3D und steht hervor. Aber echt bizarr. Uah. Ich weiß nicht, da kann man mit der wohl irgendwas machen. Haben wir irgendwas, was wir der geben könnten? Hier, das verwenden Bild? Vielleicht? Den Brief? Nee. Das Messer? Wäre krass, wenn man der sowas geben könnte. Aber ich habe jetzt so auch nichts. Nee, da kommt wohl dann noch was, was wir ihr geben können. Echt unheimlich. Oh, offen. Und keine Monster, ausnahmsweise. Patronen, Ampulle und noch was. Da liegt ein Fetzen Papier auf dem Boden. Es ist nur gekritzelt. Da steht etwas. Sie ist ein Engel, keiner weiß es nur. Ich kann die Dame der Tür sehen. Sie können nicht über ihre Fadenbrücke gehen. Sie fallen durch die Schwere ihrer Verbrechen. Wie aufgedunsene und hässliche Leichen ihre Sünden sie vernichtet. Sie Sünde und Sünder gleichermaßen. Sie rettet mich. Sie ist ein Engel. Das ist, hat bestimmt was mit dieser Tür zu tun. Nur ich kann die Dame der Tür sehen. Sie können nicht über ihre Fadenbrücke gehen. Sie fallen durch die Schwere ihrer Verbrechen. Vielleicht der irgendwie sowas wie Gewichte geben oder so. Wie aufgedunsene und hässliche Leichen ihre Sünden. Sie vernichtet sie Sünde und Sünder gleich. Ich meine, sie rettet mich, sie ist ein Engel. Oder irgendwas geben, was einen Engel kennzeichnet. Wäre ja auch eine Idee. Weiß ich nicht. Irgendwie so halt. Okay, da war jetzt irgendwie nichts. Haben wir hier einen Raum übersehen? Naja, die letzten müssen wir halt abklappern. Dann machen wir das mal. Oh. So, was ist jetzt hier? Nein! Oh, shit. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Geh hin, geh hin, geh hin. Boah, die Kameraperspektive ist so kacke. Komm her. Komm her, komm her, komm her. Ja, komm her. Komm zu mir. Komm, folg dem Licht. Komm, folg dem Licht. Scheiße, jetzt gehen die doch vorbei. Ja, komm her, super. Okay, waren das alle? Oh Gott. Es ist so furchtbar hier. Ja, das wäre auch gemein gewesen hier mit diesem Eck. Es ist immer so fies, dass man die dann nicht sieht. So, jetzt muss ich hier aber noch alles abklappern, ne? Und da habe ich den Raum vergessen gehabt. Ja, was mache ich denn jetzt mal? Da vorne rechts halt auf jeden Fall nochmal rein. Oh, und ist sogar offen. Boah, was ist
das denn jetzt hier noch? Nix Nützliches. Schrotpatronen. Erste Hilfekasten. Patronen für die Pistole. Prima. Bitte keine Geräusche hier oder so jetzt. Das ist echt... Oh Gott. Ich will gar nicht wissen, was da alles hinter ist und... Das ist immer alles einfach nur so furchtbar. Okay. Da kannst du auch nicht hinter, ne? Gut. Was ist das jetzt hier für ein Raum? Ist das jetzt so... Das ist Special Treatment. Oh Gott. Da sind voll die Toiletten und so. Oh Gott sei Dank, der ist zu. Da wollte ich jetzt echt nicht rein. Da hatte ich jetzt nicht so Lust drauf. So, da geht's dann in den Flur. Das will ich aber gar nicht. Den Aufzug ausprobieren ist auch nicht so. Dann gehe ich jetzt nochmal nach links rüber. Weil ich da den einen nicht genommen hatte, den Raum hier. Den. Aber kaputt. War das jetzt der? Ja, den hatte ich nicht ausprobiert. Dann hatte ich ja jetzt eigentlich alles. Nee, S1 und S2 direkt neben mir nicht. Okay, dann mache ich die auch nochmal eben. Kaputt. Kaputt. Mhm. So, jetzt habe ich aber wirklich alle. Das heißt, eigentlich hat man ja hier dann in Stockwerk 3 nicht so viel gefunden. Dann müsste man jetzt eigentlich nochmal in Stockwerk 2 gehen. Ja. Das mache ich. Mache ich aber dann im nächsten Part, würde ich sagen. Ich weiß, das ist jetzt hier ein bisschen kurz. Aber ich bin nicht nur gerade ein bisschen angespannt, sondern ich finde es auch einfach besser, das nächste Stockwerk einfach im nächsten Part mir vorzuknüpfen. Außerdem war der letzte Part ja auch ein bisschen länger. Und dann hoffe ich, könnt ihr mir das vergeben. Wo bin ich denn jetzt? Wo laufe ich denn jetzt lang? Und was war jetzt in S11 eigentlich nochmal? Einfach nix, ne? Das waren einfach nur die Räume, wo man Sachen finden konnte. Und der abgeschlossene Raum natürlich. Also wir müssen noch rausbekommen, definitiv, was es da auch mit diesem Rätsel auf sich hat, was wir der Dame geben können. Aber ich kann mir vorstellen, es ist wie dem anderen Rätsel mit dem Code. Da passiert dann noch was, da finden wir dann noch den Weg. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir sehen uns im nächsten Part von Silent Hill 2. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.